Und Leute, Trimax hier. Heute kamen die neuen Balance Changes raus. Ich habe heute Vormittag schon 3 Stunden gezockt für euch im Stream. Wir sind sogar, ich glaube um 12, wir waren sogar über 1000 Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass so viele Leute zugucken. Na, auf jeden Fall, die Balance Changes sind draußen. Es gibt eine Entwarnung, der Schweinereiter ist immer noch, er ist vielleicht nicht mehr OP, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Immer noch eine der besten Karten. Die Schadenreduzierung von 6%, das war vollkommen okay. Aber jetzt gibt's was Neues, was richtig, richtig broken ist, richtig OP. Man konnte es sich schon vorher denken, Packer Double Prince Kombination. Der Packer hat 8% mehr Schaden bekommen, kann jetzt Barbaren one-hitten. Das ist schon ziemlich krass. Also ein Hit und die Barbaren oder ein Barbar ist down. Der Prinz Schaden um 9% erhöht. Man merkt es. Wenn der Prinz im Charge ist, dann hat er doppelten Schaden. Dann ist das sozusagen, als wenn der Prinz eine Schadenserhöhung von 18% hat sozusagen. Kann Musketiere, Magier einfach one-hitten. Und der Damage am Tower ist einfach nur krass. Ich habe heute gezockt, die ganze Zeit, eigentlich fast die ganze Zeit, das Double Prince Packer Deck. Ich kam mega gut damit klar. Ich habe das Deck vorher nie gespielt. Es ist extrem stark. Ich kam sogar mit dem Diablo-Account in die Top 20 der Welt und ich habe heute das Deck zum ersten Mal gespielt. Ich werde 2 Teile rausbringen, da könnt ihr euch das reinziehen, je nachdem, wie viel ihr da sehen wollt. Ich kann euch mal ganz kurz das Deck zeigen. Ich bin jetzt hier auf dem Trimax-Account. Also mit dem Diablo-Account kam ich mit diesem Deck relativ schnell, ihr werdet es auch gleich sehen dann in den Games, relativ schnell auf Platz 20 der Welt. Viel mehr gewonnen als verloren und es ist echt extremst. Es ist extremst, wenn die Prinzessin zum Beispiel, ein starker Counter gegen dieses Deck waren immer die Barbaren zum Beispiel. Wenn die Prinzessin einen Schuss auf die Barbaren setzt, ist der Prinz in der Lage, in seinem Charge die Barbaren zu one-hitten und der Packer kann die Barbaren sowieso one-hitten. Also der Counter fällt komplett raus und wenn der Packer einmal am Turm ist, dann ist das Ding gewonnen. Und zusätzlich, der Packer in der Defensive. Man sieht oft Decks mit einem Riesen, Giant Skeleton, Golem, Royal Giant. Und da ist der Packer so, so, so stark gegen. Der zerstört einen Royal Giant einfach komplett oder auch einen Golem. Jedes Mal, wenn der Gegner einen Golem setzt und ich einen Packer nach hinten, kriege ich den heulenden Smiley vom Gegner, weil er schon genau weiß, dass er keine Chance hat. Also, ich empfehle euch ganz, ganz, ganz dringend, dieses Deck zu spielen. Es ist einfach enorm stark. Okay, das war's erstmal. Soweit mit den Balance Changes. Oder war noch was dabei? Was habe ich noch gemerkt? Ja, genau, die Skelette. Achso, okay, es geht noch weiter, ist noch nicht vorbei. Die Skelette sind nur noch 3, waren vorher 4. Es ist okay, man kann sie noch einsetzen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schlimmer ist. Die können trotzdem so einen Prinzen oder so einen Mini-Packer übelst stark distracten und kosten ja nur ein Elixier. Das ist noch vollkommen okay. Kanone, 8% Trefferpunkte reduziert, habe ich auch keinen Unterschied gespürt. Ich habe sehr oft Teslas von den Gegnern gesehen, die hat ja 8% mehr HP, war jetzt aber auch nicht sonderbar stark. Sehr gefallen haben mir die Wächter. Die Wächter haben mir sehr gefallen. Die sind ja vorher, als sie ihr Schild verloren haben, immer so nach hinten gesprungen, so völlig bekloppt. Das machen sie jetzt nicht mehr, sind vollkommen okay. Ich habe teilweise gegen Wächter gespielt, sie sind sehr stark gegen das Packer Double Prince Deck. Ich habe auch ein paar Mal auf die Schnauze bekommen von den Guards, von den Wächtern. Das ist nicht verkehrt. Und die Hexe. Ich habe die Hexe extremst oft gesehen, die wurde oft gespielt. Meine Gegner hatten immer eine Kombination mit Hexe und Rage Spell und haben mich damit komplett auseinandergenommen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also die Hexe ist auf jeden Fall auch gut. Und leider, jetzt kommen die schlechten Nachrichten. Ich habe gegen einen Platz 9 der Welt gespielt. Er hatte ein X-Bogen-Deck mit Rakete und er hat mich richtig auseinandergenommen. Ich glaube, ich habe 2-0 verloren, chancenlos. Der X-Bogen ist back. Ist leider so. Weiß ich auch nicht, was das sollte von Supercell. Schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass der X-Bogen zurück ist? Okay, jetzt war's das aber. Gut, das zum Update. Ich wünsche euch jetzt gleich noch viel Spaß beim Zuschauen der Gameplays des vergangenen Streams. Ich spiel die ganze Zeit mit dem Packer Double Prince Deck. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wir machen einfach das nächste Game. Schon wieder keine Elixierpumpe. Packer ganz nach hinten. Okay, ein Golem.
Sieht jetzt aber gut aus. Wenn mein Packer nochmal durchkommt zum Turm, dann wird das eine gute Sache werden. Ich zapp jetzt mal, damit der Turm vielleicht den Dark Prinzen angreift. Nö, hat nicht funktioniert. Okay, der Tower ist trotzdem down. Ja, auf der linken Seite kriegt der Golem den Turm. Den werden wir durchlaufen lassen. Wir kriegen ein bisschen Damage am King Tower raus. Ein bisschen Damage am King Tower. Auch wenn es nicht wirklich... Ja, okay. Es ist okay. Es ist okay. Die nächste Elixierpumpe. Gegner hat auch eine. Ja, da haben wir einfach mal ein Poison Spell drauf. Jetzt setzen wir einen Prinzen ein gegen den Golem, das ist eine gute Sache. Oh ja, das ist Damage. Das ist Damage. Oh, guter Zap-Mini-Packer vom Gegner. Knappes Game. Knappes Game jetzt hier. Golem-Deck gegen Packer-Deck. Kriegt der Packer noch einen Hit raus? Oh ja, nice. Das war geil. Und jetzt haben wir auch noch einen Packer in der Defensive gegen den Golem. Das sieht richtig gut aus. Haben wir nochmal einen Prinzen dazu. Jetzt habe ich zwei Prinzen, zwei Packer, zwei Dark Princes. Ich glaube, das gewinne ich, oder? Oder? Ja, habe ich gewonnen, ganz knapp. Das war. Ja, okay, das Deck ist in der Doppel-Elixier-Phase echt. Das kann man nicht mehr aufhalten. Das kann man einfach nicht mehr aufhalten. Das Einzige, was stark ist gegen Packer-Double-Prince-Kombination, ist Luft. Ja, das sind so Dominion-Horde zum Beispiel extrem stark. Aber wir haben den Poison-Spell dabei, die Prinzessin. Den Sepp. Das ist schon krass. Jetzt müssen wir am Anfang die Namen aufzuschreiben von den Leuten. Ich will das ja später noch in ein YouTube-Video zusammenschnibbeln. Nimm mal den Typen. Genau. Nächstes Game. Das ist ein geiler Start. Wir setzen den Packer in seinen Golem rein. Der Packer ist ja, ihr wisst es, enorm stark. Ja, so viel HP hat der Packer da jetzt nicht mehr. Ja, und trotzdem ein Dark Prince dahinter. Und einen Sepp haben wir auch noch. Der Dark Prince schiebt jetzt richtig schön den Packer an. Das sieht gut aus. Jetzt seppen wir den Turm und die Prinzessin, damit der Packer... Ja, Packer, komm schon, überleb. Ein Hit, komm bitte. Ja, oh mein Gott, was für ein geiler Sepp. Was für ein geiler Sepp. Der Sepp hat Folgendes bewirkt, dass der Tower nicht mehr den Packer angegriffen hat, sondern er war kurz gestunt, hat dann ein neues Ziel gesetzt... Und hat dann nicht mit dem Packer angegriffen, sondern den Dark Prince. Dadurch hat der Packer mit ganz wenig HP überlebt und konnte dann richtig nice noch einen Hit am Turm landen. Und die Hits des Packers, die hauen halt richtig rein. Ich predikte jetzt mal die Kobolde, vielleicht setzt er irgendwas ein. Nö. Kommen die Kobolde sogar durch? Jo, ein Hit.
Prinzessin dealt da auch noch die ganze Zeit Damage. Packer wieder ganz nach hinten gegen den Golem. Wir wissen jetzt aber, dass er einen Mini-Packer spielt. Das könnte etwas hässlich werden. So, den Prinzen auch nochmal hin. Dann hier nochmal den Dark Prince. Noch eine eigene Prinzessin. Kobolde gegen den Mini-Packer. Kommt der? Ja, nice, er kommt nochmal zurück. Das wird jetzt nochmal gesappt. Das war eine richtig nice Verteidigung. Die gefällt mir doch mal. Das kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir wieder zwei Packers am Start. Richtig schöne Packer-Verteidigung. Was setzt der Gegner? Wir setzen mal einen Poison Spell ein, damit er mit sowas wie Skeletons einfach mal nach Hause gehen kann. Ja, Mini-Packer ist am Start. Mini-Packer gegen Packer ist okay. Ja, aber der Packer kommt durch für einen Hit. Der Tower ist down. Das Game geht nur noch 25 Sekunden und das sieht jetzt hier nicht verkehrt aus. Setz hier nochmal die Elixierpumpe hin, falls er nochmal mit dem Golem kommen sollte. Aber... was? Wie setzt er denn noch jetzt nochmal einen Golem ein? Hat er eine Rocket oder was? Wie kann man denn den Golem so weit nach hinten setzen? Der kommt doch gar nicht mehr in meine Hälfte, ehe das Spiel vorbei ist. Okay, das Ding ist gewonnen. Das Ding ist gewonnen. Schöne Sache. Das lief ja ganz gut, ne? Hier ein Level 13 gegen Level 13. Packer gegen Golem-Deck. Lief. Lief auf jeden Fall. Okay, wir schauen das nächste. Das nächste Game. Oh, nice, gegen Aerobomb. Gegen Aerobomb. Ein Spieler, der immer in den Top 5. Ein Spieler, der immer in den Top 5 Deutschlands ist. Das war ganz witzig. Wir wünschen Ihnen good luck. Ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt mit dem. Ich habe sonst immer Kontakt mit den etwas höheren Spielern. Überholt jetzt die Prinzessin hier noch? Ich hoffe nicht. Nee, alles cool. Oh, nicht so geiler. Nicht so geiler Poison Spell. Naja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Kriegt er well played. So, wie kriegen wir das noch gedreht? Ja, da kommt er mit dem Musketier. Landet jetzt eins bei Hits. Ja, ein Hit ist okay. Es ist okay dafür, dass ich nie wirklich ein Packer-Deck gespielt habe. Was kommt jetzt noch? Ich setze selber auch nochmal die Elixierpumpe. Er setzt jetzt seine Elixierpumpe nicht so gut. Er weiß, dass ich den Poison Spell dabei habe. Na gut, mal gucken. Prinzessin eingesetzt. Oh, er freest. Einfach Schweinereiter Freesteak. Kann man machen. Lief ja jetzt auch ganz gut, ne? Packer ist down, Double Prince lebt noch, Prinz ist in der Lage, das Musketier zu one-hitten, das sieht jetzt gut aus. Das war ein sehr merkwürdiger Tesla. Der Dark Prince kriegt jetzt den Turm down, wir liegen 1-0 vorne. Und der Tesla war ein Waste, der Tesla war wirklich ein Waste, der kostet 4 Elixier. Ja, weiß ich nicht, was ging da, war das ein Missklick oder? Oh, gut. So, jetzt wird der Gegner hier den Turm bekommen. Das ist vollkommen okay. Wir werden jetzt hier nämlich einen richtig starken Push starten.
Wenn ich den Arrow Bomb 3 crown würde, das würde ich feiern. Merkwürdiger Free Spell. Valkyrie am Start, die kriegt einfach nur richtig. Die wird einfach nur richtig zerfetzt von den Truppen. Zwei Prinzen, nee, drei, also zwei Prinzen, Dark Prince, zwei Packer. Werfen wir noch ein Poison Spell drüber und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich denke, das ist der 3 Crown Win, glaube ich, gegen Arrow Bomb. Da ist nochmal die Valkyrie, oder? Doch, doch, doch. So viele Packer und Prinzen. Das kann man nicht mehr aufhalten, oder doch? Ja, zum Schluss war es nochmal schwer. Zum Schluss war es nochmal schwer, wir sind durchgekommen. Gut gespielt auf jeden Fall. Aber das Ding gewonnen. Ja, es scheint wirklich, wirklich heftig zu sein. Ja, der Prinz ist komplett broken. Das ist so viel Damage, den er jetzt dealt. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Wir sind jetzt hier nochmal ein paar neue Zuschauer. Ich erzähle es nochmal. Der Prinz hat nur 9% mehr Damage bekommen. Aber er hatte schon so viel Damage. 963 Schaden pro Schlag. Da sind 9% natürlich ultra viel. Und wenn er im Charge ist, wenn er so richtig, wenn er also Speed drauf hat, ihr kennt das ja, wenn er seine Lanze nach vorne packt und ganz schnell mit seinem Pferd rennt, dann hat er doppelten Schaden. Also sind das nicht 9% Damage dazu gekommen, sondern 18%. Damit ist er in der Lage, Barbaren, Musketier und Magier zu one-hitten. Also ein einziger Schlag mit seiner Lanze im Charge und die sind tot. Und das ist total. Das ist broken, also kein Scheiß. Ich habe nie Packer Double Prince Deck gespielt, aber jetzt nach dem Update muss man das wohl spielen, dieses Deck. Okay, nice, gehen die nächsten Level 13er. Wir starten jetzt einfach mal mit einem Packer Double Prince Start, werfen noch einen Poison Spell. Nö, machen wir nicht. Ah, gut gemacht. Hat er gut gemacht. Da ist er jetzt extremst in den Elixier-Vorsprung gekommen. Ja, okay, sehr schön. Ja, der Miner Level 3 macht da Damage. Seine Prinzessin ist auf Level 5. Das ist auch nicht gerade schwach. War kein geiler Start. Hab ich am Anfang zu aggressiv gespielt. Ja, es ist okay. Es ist noch okay. Wir haben die Minion-Packer ganz okay verteidigt. Meine Prinzessin kann immerhin einen Schuss landen. Zwei Schüsse. Nice. Alter, Prinzessin Level 5 der Gegner. Das ist krank. Oh, der Packer kommt zu spät. Blöd. Ja, da bin ich nicht geübt. Da bin ich nicht geübt. Ich bin noch nicht so richtig drin in der Packer-Materie. Brauchen wir auf jeden Fall ein Poison Spell. Der Mini-Packer könnte giftig werden. Aber er ist schon down. Ja, nice. Okay. Jetzt zappen wir, damit der Tower den Dark Prinzen angreift. Ah, schade. Hat nicht funktioniert. Der Tower ist aber, glaube ich. Ist aber. Okay, ist trotzdem down. Alles cool. Der Zap hat sich trotzdem gelohnt. Auch wenn jetzt nicht genau das passiert ist, was ich wollte. Wir liegen sogar tatsächlich 1 zu 0 vorne. Trotz des schlechten Starts. Haben zwei Elixierpumpen, der Gegner auch. Und das Deck, was wir hier haben, ist relativ stark in der Defensive, zumindest gegen Bodentruppen. Es ist schwer. Wenn der Gegner jetzt so mit einem Tank kommt, mit einem Riesen, mit einem Golem, sieht man oft, Giant Skeleton, da ist der Packer echt schon heftig gegen. Geht der jetzt in den Turm down? Nee, die machen zu viel Damage. Diese Einheiten machen zu viel Damage einfach. Es ist ähnlich wie in dem Game davor. Das ist einfach ein Push, der sich hier zusammensetzt, der extremst schwer aufzuhalten ist. Die Karten sind so unnormal stark. Guckt euch mal den Mini-Packer an. Der fällt einfach so um. Kommt der Gegner jetzt noch in die Verlängerung? Nee, das Ding ist gewonnen. Das Ding ist gewonnen. Sehr schön. Also, wir spielen jetzt die ganze Zeit gegen Level 13. Da gegen echt gute Spieler, die immer in der Top-List vertreten sind. Und wir gewinnen jetzt gegen die. Wir spielen einfach nur die Karten, die gebufft wurden. Packer Prince, enormst
Starke Kombination. Und ich bin bis jetzt, sag ich, ist da viel drinne. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn lokal? Lol, wir sind sogar... Lol, total Platz 1. Und wo sind wir global? Sogar in den Top 100. Krass, obwohl wir eben erst angefangen haben zu spielen. Wir starten das nächste Game. Elixierpumpe eingesetzt. Schöner Start. Wir setzen die Spear Goblins ein. Und den Miner. Komischer Ritter Spear Goblins Taktik vom Gegner. Kriegen wir noch den. Komplett kriegen wir noch den Dark Prinzen davor. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, mach da einen guten Sepp. Mach da einen guten Sepp. Das kann man auf jeden Fall machen. Ah, die Hexe überlebt auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hat er uns alt aussehen lassen. Die Prinzessin lassen wir durchlaufen. Da wollen wir nichts weiter einsetzen. Schöner Prinz, schöner Prinz. Da kommt der Gegner mit einer Hexe schon wieder. Die Hexe ist gut. Die Hexe ist gut gegen den Prinzen, keine Frage. Nur Kobolde auf die linke Seite. Oh, der Riese nervt jetzt ja da, ne? Der nervt ja mal richtig. Wir starten dafür unseren Push auf der rechten Seite. Der kriegt den Tower, das ist okay. Das lassen wir jetzt einfach mal zu. In der Hoffnung jetzt, dass wir den rechten Tower bekommen. Ja, den kriegen wir doch safe. Schwacher Miner vom Gegner. Wirklich schwacher Miner. Setzt der Gegner jetzt ein. Wir freezen nochmal. Komm schon, beides überlebt. Jo, sehr schön. Und die Prinzessin. Nein, wie knapp. Das hätte richtig geil werden können. Das hätte richtig geil werden können. Bis jetzt hier ein echt geiles Game. Da setzen wir natürlich wieder den Packer ein. Und der Packer macht richtig Damage am Riesen. Der Miner nervt da hinten gerade und knüppelt meine Elixierpumpe kaputt. Das ist nicht cool. Packer Double Prince auf die linke Seite. Das war ein guter... Ach, ist schon wieder alles tot. Sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Alles oder nichts. Der nächste Packer am Start. Ist schon down. Das ist auch down. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt bauen wir uns hier eine Combo auf. Die freezen wir schnell, damit die nicht weiter stören kann. Predict mal die Pfeile, vielleicht kommt da noch irgendwas. Aber das sieht nach einem 3-Crown-Win aus. Das sieht nach einem 3-Crown-Win aus. Schöne Sache gewonnen. Ja, gefällt mir. Packer, Double, Prince. Extrem stark. Oh, 42 Trophäen. 42 Trophäen. Leider keine Elixierpumpe. Dafür die Prinzessin. Damit kann man doch auch ganz gut starten. Oder was ist jetzt der Gegner? Eine Koboldhütte? Okay. Gegner setzt die Pfeile ein. Wir setzen den Packer nach ganz hinten. Schade, dass wir jetzt keine Minion dabei haben. Jetzt setzt der Gegner einfach mal Pfeile auf die Prinzessin. Dafür muss man den Gegner eigentlich mit einer Minion-Horde bestrafen. Haben wir jetzt leider nicht dabei. Okay, wir spielen gegen einen Spawner. Ich glaube es nicht. Und dagegen ist unser Deck schlecht. Ey, was ist das für ein Matchmaking? Jetzt mal kein Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein, oder? War jetzt ein ganz guter Freeze.
Kommen wir jetzt hier irgendwie an den Turm nochmal ran. Ja, der Dark Prince so ein bisschen. Hat auch noch einen Mini-Packer, ey. Das kann doch hier nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Eben die ganze Zeit gegen Pfeile-Decks gespielt, jetzt hier gegen einen Hüttenspieler mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dark Prince gegen die Barbaren. Jetzt bräuchten wir hier wieder einen Magier, ne? Jetzt bräuchten wir einen Magier oder sowas ähnliches. Jetzt nehmen wir den Packer ganz nach hinten. Der Dark Prince kann eine ganz gute Arbeit verrichten gegen die Spawner, das ist okay. Rest in Peace Matchmaking, ja. Da hab ich mir auch gerade gedacht. Was ist mit dem Matchmaking hier los? Ich setze einfach die Barbarenhütte auf die andere Seite. Ich glaube es nicht. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott, guckt es euch doch einfach mal an. Jo, auch noch Mini-Packer. Da kommen Barbaren, da hat er Bogenschützen. Ziemlich ekelhafter Hüttenspieler. Hauen wir mal den nächsten Packer rein. Wir frieren einfach mal die Hütten ein. Komm, was soll's. Vielleicht bringt das ja was. Oh, jetzt hat er noch einen Ritter. Oh mein Gott, mein Dark Prince! Mein Dark Prince hat den Turm bekommen. Wie nice. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Und das Game geht noch 12 Sekunden. Was? Wie hat denn mein Dark Prince den Turm bekommen? Könnt ihr da auch mal was sagen, Leute? Irgendwie sowas wie Trimax, alles cool. Du hast den rechten Turm. Entspann dich. Du hast auch schon gewonnen. Aber gar nicht mitbekommen. Krass, 19 Trophäen kriegen wir. Der Dark Prince rettet uns da das Game, sehr nice. Nächstes Game. Wieder keine Elixierpumpe. Mensch, Mensch, Mensch. Und der Gegner hat natürlich eine, kein Problem. Wir setzen den Packer nach hinten. Ja, wir laufen jetzt hier wahrscheinlich in eine Falle. Das sieht nicht gut aus. Der lässt uns kommen. Genau so spielt man gegen den Packer. Und das war jetzt echt ein Scheißriese. Also jetzt mal, also ernsthaft. Der war nicht gut. Der war wirklich nicht gut. Wir haben auch den Freeze am Start für Notfall. Der Notfall ist jetzt überlebt. Nein, mein Packer überlebt nicht, aber mein Prinz kommt vielleicht an den Turm ran. Prinz ist dran, nice. Das sind Hits. Dark Prince auch ein bisschen Damage. Ist okay, ist vollkommen okay. Hälfte Leben hat der Turm, noch einmal so ein Push und das sieht gut aus. Und jetzt, ja, jetzt soll der Gegner drauf antworten. Wir hauen mal Kobolde-Predict raus. Oh, das war ein nicer Kobold-Predict. Dadurch überlebt die Prinzessin. Und die Fire Spirits haben auch nichts gebracht. Alter, das ist jetzt Damage. Prinzessin Level 4 greift den Turm. Er ist gezwungen, die Valkyrie einzusetzen. Da setzen wir einfach nur den Packer ein. Der zerkloppt jetzt richtig die Valkyrie. Das waren richtig geile Kobolde. Es können die Kobolde gewesen sein, die uns das Spiel gewonnen haben. Also, wenn eure Prinzessin dabei ist, die Mitte zu überschreiten, setzt Kobold oder so ein. Ah, das ist jetzt Damage vom Prinz. Aber der Prinz ist down und der Dark Prince kommt. Nee, der kommt nicht. Der kommt nicht an den Turm. Guter Ice Wizard gegen Dark Prince. Ist gut, hat er gut gemacht. Ich möchte jetzt aber auch mal eine Elixierpumpe setzen. Der Gegner lässt mich ja hier gar nicht.
Das war ein schlechter Riese, der war zu spät. Na, die Fire Spirits waren ganz okay. Hat der Gegner jetzt hier auch Damage rausbekommen? Die Minions sind ja extremst nervig, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Das geht ja gar nicht mehr fit. Sehr schön, der Riese schon wieder down. Das sah gut aus. Und die Prinzessin kann jetzt hier, glaube ich, auch sehr schön. Jetzt setzen die erste Elixierpumpe. Richtig nice, die Fire Spirits killen. Dann setzen wir noch einen Packer ein. Das sieht auch gut aus. Dann noch einen Dark Prinzen. Jetzt werfen wir direkt die Pfeile, damit die Minions jetzt auch nicht weiter nerven. Jetzt haben wir noch einen Freeze am Start. Den setzen wir alles auf das Ganze hier ein. Sehr schön, Dark Prince überlebt. Jetzt kommt noch eine Prinzessin. Ah, die war, glaube ich, nicht so geil. Fire Spirit setzt da ein, kriegt nicht so viel Damage ab. Guter Fireball. Kommt jetzt hier der Packer für einen Hit. Komm, ein Hit, bitte. So wird's gemacht, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nice. Auf jeden Fall nice. Die Goldruhen öffnen wir mal schnell alle. Wo sind wir? Sind wir noch lokal Platz 1? Mal schauen. Ne, nicht mehr. Okay, Aerobomb hat jetzt hier vorgelegt. Was spielt er? Das Hover Mu-Deck. Skeletons gegen Kobolde getauscht. Tesla gegen Kanone. Deck wird deutlich teurer. Anscheinend, es scheint noch zu funktionieren. Es scheint noch zu funktionieren, auf jeden Fall. Was macht er denn da jetzt? Guards? Guards als Eröffnungsmove? Das ist aber nicht so stark, ne? Nö. Wir setzen direkt mal den Packer nach ganz vorne. Lol, was macht der denn? Will der jetzt hier trollen? War das ein Missklick? Ne, er hat vorher gelacht, das war schon mit Absicht. Was macht der denn jetzt? Er schenkt uns jetzt hier Trophäen? Komischer Typ. Okay, dann sagen wir Danke und haben gewonnen. Okay. 23 Trophäen, das ging schnell. Und nach so einem Scheiß-Game sind wir wieder Platz 1 Deutschlands. Na gut. Ob das jetzt verdient ist? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, gegen Boss Hawk. Gegen Boss Hawk. Und wir haben ja hier eine richtig beknackte Starterhand. Oh, das würde ich gerne gewinnen. Das würde ich richtig gerne gewinnen. Ewig nicht mehr gegen Boss Hawk gespielt. Wir setzen die Prinzessin. Er setzt auch die Prinzessin. Was können wir jetzt noch machen? Mal den Dark Prince einfach nach vorne. Wir starten einfach mal eine Double Prince Comp. Das sind gute Pfeile auf der linken Seite. Wir treffen die Kobolde und den Miner. Kann der Prinz noch die Prinzessin töten? Jo, okay, ist okay, ist okay. Kobolde predict. Ah, da ist schon die Prinzessin am Start. Das war jetzt genau das Gegenteil von gut. Das war eine völlige Verschwendung von zwei Elixier und ich sehe, Boss Hawk hat tatsächlich schon die Prinzessin auf 5. Das ist neu. Fire Spirits hat der Gegner auch. Die Fire Spirits machen nicht viel Damage gegen den Miner. Jetzt noch ein Dark Prince ein. Was war das denn für ein Freeze? Jetzt wurde hier aber mal ein bisschen gefailt. Und jetzt geht mein Push los. Jetzt geht mein Push los. Wollen wir noch den Prinzen einsetzen? Ne, wir warten lieber und warten, was er einsetzt und setzen dann lieber einen Zauber ein. Da haben wir, glaube ich, mehr von.
Die Fire Spirits am Start. Jetzt freezen wir und der Packer überlebt nicht. Der Packer, oh mein Gott. Das wäre so geil gewesen. Die Fire Spirits haben da mehr Damage gedealt, als ich dachte. Die Fire Spirits haben da echt reingehauen. Packer. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich even. Wir sind jetzt hier... Es ist ein Unentschieden. Es ist echt ein hartes Unentschieden. Das kann auch krass werden. Richtig geile Kobolde. Okay, er zappt, kann er machen. Das kostet aber auch Elixier. Das kostet auf jeden Fall auch richtig Elixier. Packer am Start, Dark Prince am Start. Freeze. Ready setzen wir nicht, aber wir setzen jetzt einfach mal den nächsten Prinzen. Und das war richtig. Der Mini-Packer, oh mein Gott, was für ein Mörder-defensiver Freeze. Da lässt er uns alt aussehen. Oh, auch gute Firespirits. Alter, jetzt werden wir aber vorgeführt. Der spielt verdammt gut. Der spielt einfach verdammt gut. Guter Sepp. Nochmal eine Prinzessin eingesetzt. Der Packer kommt sogar nochmal zurück, kümmert sich um den Miner. Und wenn er jetzt wieder sein... Jetzt freeze ich einfach mal selber. Oh, das war ein schöner Freeze. Kanone, Prinzessin und Tower gefreezed. Und der Prinz ist am Turm. Der Prinz ist am Turm. War guter Damage. War auf jeden Fall guter Damage. Da treffen wir jetzt zwei Prinzessinnen und die Kobold mit den Pfeilen. Sehr nice. Der Miner lädt da jetzt guten Damage. Packer kommt durch zum Tower. Packer kommt durch zum Tower. Da sind die Kobolde, das freezen wir. Wir werfen nochmal die Pfeile drüber. Die kommen aber zu spät an. Und das könnte der 3-Crown Win. Das ist der 3-Crown Win. Wir haben gewonnen. Wir haben noch gewonnen. Unser Tower hat da echt richtig Damage kassiert. Miner Freeze-Spell. Es hat aber nicht gereicht. Richtig knappes Game. In den letzten 15 Sekunden haben wir das noch gewonnen. 31 Trophäen und das Ganze gegen Boss Hawk. Richtig geil. Alter, nice. Das war geil. Das war ein geiles Game. 3-Crown? Nein, kein 3-Crown-Win. Habe ich 3-Crown-Win gesagt? Das meinte ich natürlich nicht. 1-Crown-Win. Ganz knappes 1-0 nur. Da habe ich mich dann versprochen.